Der Kinocast. Hallo zur 650. Ausgabe vom Kinocast. Herzlich willkommen, Kate. Hallo. Hallo, Chris. Hallo. Ja, meine Wenigkeit, Erik, ich begrüße Hallo. Euch, die geschätzten Hörerinnen und Hörer. Und wir sprechen ja hier über Filme, die leider nicht im Kino und nicht in den Stuttgarter Innenstadtkinos laufen, solange wie sie zu sind. Deswegen müssen wir uns sogenannte Heimsneaks aussuchen, die auf den Streaming-Portalen der großen, weiten Welt laufen. Und für diese Woche hatten wir uns den Film rausgesucht, The Midnight Sky, den neuen Film mit George Clooney, den man auf Netflix schauen kann. Was ja auch bei, wenn man sich da einloggt bei Netflix, wird ja immer mal in so einem Banner irgendwas empfohlen. Also da war das schon sehr penetrant. War das bei euch auch oder ist das? Nö, ging nee? Eigentlich. Nö. Okay. Ja, wahrscheinlich hängt es damit zusammen, was man sonst so guckt. Und wenn man da irgendwie viel Science-Fiction-Sachen geguckt hat oder so, vielleicht kommt das dann öfter. Also bei Midnight Sky geht es darum, dass George Clooney spielt einen Wissenschaftler, der in der Antarktis-Station zurückgelassen wurde, weil er eine Krankheit hat und alle anderen sind evakuiert worden und haben sich dann auch von ihm verabschiedet, weil irgendwie die ganze Welt im Eimer ist. Irgendwie ist da so eine Apokalypse passiert und die Menschheit hat irgendwie nur so eine Möglichkeit gefunden, eben sich von der Erde zurückzuziehen, irgendwo anders hin. Und er hat gesagt, er bleibt aber da, auf dieser Station da in der Antarktis und macht da immer seine Dialyse oder was er da so macht. Und so lange, bis er halt das Zeitliche segnet. Und parallel dazu wird eine Geschichte erzählt von einem Raumschiff, was zurückkommt von einer Mission irgendwie bei den Jupitermonden oder so, was irgendwie zurückkommt zur Erde. Und da geht einiges schief, also da passiert einiges, also es kommt ab vom Kurs und es muss dann durch so eine Zone fliegen, die irgendwie nicht so richtig erforscht ist und da wird es dann auch stark beschädigt und muss mit Außeneinsätzen repariert werden. Und hier unser George Clooney, der versucht auch immer mal sein Funk mit so riesigen Funkantennen zu aktivieren, damit er irgendwie Kontakt aufnehmen kann mit den Stationen da draußen. Also die Menschheit wollte wohl offensichtlich auf den Planeten und Monden des Sonnensystems irgendwo neue Stationen, neue Erde finden quasi. Und er erreicht da aber niemanden. Ist halt auch so, die Antarktis alles so total verschneit, so wie es heute hier bei uns ist gerade. Und alles, die Antenne auch zugeschneit und irgendwann macht er sich dann halt mal auf den Weg zu einer anderen Antenne, weil er hatte mal Kontakt gehabt, er war aber ziemlich dünn und die Gegenstelle hat ihn nicht gehört und dann begibt er sich auf so eine schwierige Reise in der Antarktis zu so einer Wetterstation, die da noch irgendwo sein soll und will quasi die dortige Antenne nutzen, um mit dem Raumschiff, was in sich der Erde nähert, Kontakt aufzunehmen. Ja, dazu kommt noch, dass er auf der Station, wo er zuerst ist, entdeckt er plötzlich ein kleines Kind, was am Anfang irgendwie vermisst worden ist bei der Abreise, wo die ganzen Personen alle abgereist sind und plötzlich ist das Kind da und er muss sich ein bisschen um das Kind kümmern und das Kind spricht aber nicht, machen sich alle nur irgendwie so Zeichensprache, aber es versteht alles und irgendwie ganz dubios, sehr suspekt und dieses Kind nimmt er dann auch noch mit auf der Reise durch die Antarktis zu dieser anderen Station und was da nun noch jetzt genau passiert und ob sie es schaffen und was da mit dem Raumschiff ist, das wollen wir natürlich nicht verraten, für die, die es noch schauen wollen. Habe ich irgendwas vergessen? Bei diesem, mit mehr Energie und mehr Lust, dieser, die Story zu erzählen. Das bei dieser dichten Geschichte, die sehr viele Wendungen beinhaltet und sehr viel. Man hört so raus, dass der Film dich nicht so komplett abgeholt hat. Es war irgendwie so ein bisschen wie Gravity, aber halt auf der Erde und in langweilig. So irgendwie. Also er läuft da so durch die Antarktis, irgendwie ist er so in der Mitte vom Nirgendwo, wie es damals bei Gravity war, wo sie da so rumgesegelt sind. Und ja, auch so die, da haben sie noch so ein bisschen versucht, da wenigstens diesen Sci-Fi-Aspekt mit diesem Raumschiff da reinzubringen, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Ach, nee. Der Chris hat ja schon gesagt, es wirkt ein bisschen wie den Film, den wir
vorletzte Woche hatten wir mit Fatman, mit dem Weihnachtsmann, weil ja. Also George Clooney mit einem übelsten Bart. Also für mich war es wirklich Fatman auf Hot, also auf dem Eisplaneten Hot, wartet auf Jyn Erso, die mit einer Star Trek Crew angeflogen kommt. So wirkte es etwas auf mich und das wirkte komplett befremdlich auf mich. Und wie du schon sagst, vorhersehbar, definitiv auch. Da war jetzt für mich nichts dabei, wo ich sage, oha, sondern eher, ah ja, war ja klar. Und das ist sehr schade eigentlich. Weil ich denke, von den Schauspielern her hat der Film unglaublich viel Potenzial. Und ja, was im Endeffekt dabei rumkommt, ist eher ein dünnes Süppchen, das durchaus auch besser hätte gemacht werden können. Stell dir mal vor, du hättest den Film, das wirkte zumindest wie ein Kinofilm, du hättest den Film im Kino angeguckt, hättest dich gefreut, irgendwie so, oh, George Clooney und so, ein bisschen Sci-Fi und Apokalypse. Boah, und dann wäre das Ding gekommen und du hättest da irgendwie Samstagabend 15 Euro bezahlt oder so pro Ticket, ey. Pff. Ja, das oh, Ding ist halt aber echt geärgert. Zwei Stunden völlig overpowered, was die Zeit angeht. Fand ich jetzt auch noch. Das ist mir auch ein bisschen auf den Magen noch geschlagen, die zwei Stunden, wo ich gedacht habe, so Alter. Es gab ja, ja schon ist so, ja nett, so One-Man-Shows hier, wir erinnern uns vielleicht an Moon, wo halt Sam Rockwell irgendwie allein auf der Raumstation ist. Ah, das war alles irgendwie spannend und interessant, aber hier irgendwie, wie er da so rumschlufft, da in seinem, boah, ja, ich weiß auch nicht. Mir fehlt auch ein bisschen das, was ich eigentlich mag an diesen I am Legend, so ich bin der letzte Mensch auf der Welt, ich kann tun und lassen, was ich will, so mir fehlte das einfach, dieses Gefühl kam da einfach nicht rüber, es war einfach so eine depressive Grundstimmung, er hat da irgendwie so auf seinen Tod gewartet und irgendwie so über sein Leben sinniert. Das Problem, also ich fand den Film nicht so schlecht, wie ihr ihn aktuell darstellt. Ich fand ihn eigentlich ganz solide. Klar, er war ein bisschen arg lang. Ich fand es auch nicht langweilig. Also ich fand diese ruhigen Szenen eigentlich echt gut. Wenn er tausende Dialoge gehabt hätte, auch gerade er und das Kind, das hätte den Film für mich sogar uninteressanter gemacht. Weil ich fand die Bildaufnahmen von der Arktis und wie er da sich durchkämpft und versucht zu überleben, um eben dieses Raumschiff zu warnen, auf die Erde zurückzukommen, fand ich eigentlich echt gut dargestellt. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass du gar nicht weißt, was überhaupt passiert ist. Am Anfang wird eingeblendet, 3 Wochen oder 3 Monate nach dem Ereignis. Aber du erfährst gar nicht, was mit der Menschheit passiert ist. Das wird komplett ja offen gelassen, oder habe ich irgendwas verpasst? Ist das relevant? Plötzlich, irgendwo schon. Also mich würde schon gerne interessieren, warum, was so Schlimmes passiert ist, dass von jetzt auf nachher keiner mehr lebt anscheinend. Ja, oder alle in den Untergrund gegangen sind und nicht mal irgendwie ihre Raumstationen irgendeine Nachricht senden können. Weißt du, wie oft hatten wir in Filmen schon Nachrichten, die in Dauerschleife gesendet werden, dass sie irgendjemand empfängt? Und anscheinend gab es ja nicht mal das, dass man irgendwie ja eine Dauerschleife gesetzt hat, um anfliegende Raumschiffe zu warnen oder so. Nein, man lässt einen halbtoten Mann an der Arktis zurück, in der Hoffnung, dass er überlebt, bis mal jemand antwortet. Das hat mich ein bisschen geärgert, dass man hätte ja zumindest sagen können, was weiß ich, wie jetzt bei uns eine Virusepidemie rafft die ganze Menschheit innerhalb von 3 Monaten dahin. Eine minimale Erklärung hätte ja schon gereicht, aber 3 Monate nach dem Ereignis, was für ein Ereignis, sind Aliens gelandet? Keine Ahnung, Tomaten, menschenfressende Tomaten oder was ist passiert? Das ist das, was mich am meisten an dem Film ärgert, dass es dieses Wieso so offen lässt. Na, man hat ja mal, so eine weltweite Karte irgendwie mal aufgerufen gehabt, da hat man ja gesehen, dass irgendwie große Teile, also fast die komplette Erde unbewohnbar ist und da waren so wie so Strahlungsflecken, die sich da so langgezogen haben.
aber ich finde es nicht relevant für den Film an sich, für die Story des Films. Muss man halt nicht wissen, es ist wie bei Pulp Fiction, man muss nicht wissen, was in dem Koffer ist, sondern dass da irgendwas Wertvolles drin ist in dem Koffer. Und hier ist halt, es ist halt was passiert, okay, es wird keine Lappalie gewesen sein, weshalb die Menschheit die Erde verlässt. Also es muss irgendwas Gravierendes gewesen sein und ja, er ist halt da. Aber man hätte es trotzdem irgendwie interessanter gestalten können. Wahrscheinlich. Also ich finde es schon relevant, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, ich auch. Wenn es extra schon erwähnt wird, ganz am Anfang mit hier 3 Monate nach dem Ereignis, dann... Dann erwartet man so, auch, dass man erfährt, was dieses Ereignis ist. Ja, sonst hätte man einblenden können, 3 Monate nach einer weltweiten Katastrophe. Das wäre dann wenigstens ein bisschen besser gewesen. Ja, oder 1,5 Jahre nach einem Virusausbruch. Es gibt nur noch so und so viele Menschen und bla, ja. Aber man muss ja das nicht thematisieren in Bildform, was passiert ist. Aber man hätte ja wenigstens mal es einfach nicht nur ein Ereignis nennen können, ja, sondern ein bisschen mehr rauslassen können. Das ist das, was mich am meisten in dem Film stört. Nicht mal, dass er so lang ist oder dass, ja, weiß ich nicht, das... Ich finde, es sind eigentlich 2 Filme in einem. Es gibt diese Raumstation-Geschichte und es gibt diese Antarktis-Geschichte. Und um es spannender zu machen, hat man halt aus 2 Filmen einen gemacht. So wirkt es für mich, finde ich. Ich finde den Film deswegen jetzt nicht schlecht. Ja, ich fand den gut, solide, wie ich vorhin schon gesagt habe. Aber ich hätte ihn, glaube ich, besser gefunden, wenn man gewusst hätte, was da eigentlich passiert ist. Weiß nicht. Ja. Also 2-1. Also ihr wollt unbedingt wissen, was da passiert ist. Mir ist egal, solange wie es ein spannender Film ist. Und das ist es leider nicht. Ja, aber das ist genau das Problem. Weil es hätte es auch nicht geändert, wenn ich gewusst hätte, dass da Dinosaurier wieder zurück sind auf der Erde oder keine Ahnung. Es hätte mir auch hätte die Story selbst, dass er da in der Antarktis durch den Schnee läuft und irgendwie von A nach B nach C. Und benutze Gegenstand A mit Gegenstand B und so, hätte für die Story, die der Film jetzt erzählt, für mich jetzt, ja, nichts, also, keine Ahnung. Also auch die Raumstation, ja, das sehe ich nicht als 2 Filme, aber es gehört schon zusammen, das erfahren wir auch am Ende, warum, weshalb, wieso. War wenigstens noch so ein bisschen interessant, diese Außeneinsätze, die sie da gemacht haben, und aber letzten Endes, also... Leute. Ja, schon Besseres gesehen. Oh ja. Aber auch schon Schlechteres. Wobei es jetzt so klingt, als wären wir da meilenweit auseinander mit den Punkten. Wenn ich das so sehe, ja, liegen wir alle relativ nah beisammen. Aber jeder hat irgendwie andere Sachen zu kritisieren. Und ich glaub, die es halt in der Summe nicht so geil machen. Ich glaube, viel mehr. Zu viel offen ist. Ja. 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 Ja, euphorisch über einen Film berichten geht halt echt anders. Also, da bin ich auch voll bei euch. Also ich fand den jetzt auch nicht überragend gut. Also wir haben schon weitaus bessere Filme gesehen, die wir noch nicht mal als Heimsneak nominiert hatten. Ja? Aber trotz allem ist er jetzt auch nicht der schlechteste Film des Jahres 2021 oder 2020. Das ist er einfach nicht. Er ist solide, er ist okay. Man kann ihn angucken. Also wenn mich jetzt einer fragt, hey, hast du den Film gesehen? Lohnt sich der? Und ich sage, ja, wenn der halt eine ruhige Filmerzählung über 2 Stunden über das Ende der Welt und einen Typen, der auf der Antarktis lebt und ein bisschen Raumstation-Feeling haben willst, dann guck ihn an, weil er tut nicht weh. Er tut nicht weh. Ja, ja. Was ich da irgendwie doch so ein bisschen schade finde, auch, dass er die doch relativ guten Darsteller irgendwie so ein bisschen, ja, verheizt, würde ich jetzt nicht sagen, aber dass die in so einem Film da irgendwie so ein bisschen untergehen. Da von Felicity Jones, die ja auf der Raumstation ist, oder David Oyelowo heißt der, glaube ich, und Kyle Chandler. Ja, also was ich aber sehr schön fand, der Film hatte so eine Szene drin, das mag ich eigentlich immer, wenn dann irgend so ein Musikstück abgespielt wird und du merkst genau, okay, die haben jetzt wirklich von Anfang an schon beim Dreh gewusst, was sie da für ein Musikstück nehmen, weil du hast manchmal so den Fall, dass dann irgendwie der Soundtrack später drunter liegt und die Leute machen irgendwas und du merkst genau, es passt nicht so hundertprozentig. Und die haben sie offensichtlich schon vorgehabt, dieses Musikstück da zu nehmen, dieses Oh Caroline.
Und das fand ich eigentlich eine schöne Szene. Also ich mag das immer, wenn so ein bisschen musikvideoartige Szenen drin sind. Wenn das so nicht so einmal kurz angespielt wird und dann zu Ende, sondern... Das war echt eine gute Szene. Das mag ich immer in Filmen, weil da siehst du genau, okay, da hat sich jemand schon vorher vor dem Drehbeginn Gedanken gemacht, okay, dieses Lied würde ich gerne irgendwo verwenden an der und der Stelle, und dann haben die halt die Szenen gedreht und so. Vor allem, es hat halt auch gepasst, weil sie kurz vorher noch über Namen grundsätzlich geredet haben. Ne? Ja. Genau. Und dann kommt Caroline. Ja, das war gut gesetzt. Ja, das stimmt. Aber ansonsten, ich glaube, viel mehr quetschen wir da jetzt nicht raus aus dieser Zahnpastatube. Ich gebe dem Film 6 Punkte. Bin ich bei dir, Erik. Okay. Ich gebe ihm einen Punkt mehr, aber wir sind 7. Okay, und was erwartet uns denn nächste Woche? Für die Heimsneak am 18.01., also quasi morgen, ist der Film von Netflix, A Fall from Grace, ist ein Thriller, habe ich ausgesucht. Und für die Woche danach haben wir einen Film schon ausgesucht, den gibt es auf Amazon Prime, und der Tipp ist Bad Boys. Mhm, was kann denn das nur sein? Bei den gesehenen Filmen passiert jetzt diese Woche nicht allzu viel. Obwohl, ich habe was geguckt. Ich habe tatsächlich was geguckt, aber die habe ich schon diverse Male geschaut. Und zwar lief auf Sky Spy Game. Und den finde ich immer noch absolut großartig. Also ich glaube, der ist mittlerweile so in meiner Allzeit-Top-10-Liste drin, der Film von Tony Scott. Kennt ihr den mit Brad Pitt und Robert Redford? Ja. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie der aufgebaut ist, der Film. Am Anfang ist quasi Robert Redford wird da hingerufen in dieses Meeting, und dann wird so gesagt, ja, hier, du hattest da mal einen Kompagnon hier, den du angeworben hast für ein CIA, und der ist jetzt gerade irgendwo verhaftet worden in China, und wir haben da hier einen diplomatischen Vorfall deswegen und so. Und dann wird halt so versucht aufzulösen, was ist da passiert in den Stunden und Tagen vorher, und auch wie hat er ihn damals angeworben, was war er da für ein Mensch, und das sind ganz viele so Rückblenden, die in verschiedenen Teilen der Welt erzählt sind, wo sie irgendwelche Missionen machen, und bis hin natürlich zur Jetztzeit, wo es dann auch darum geht, Robert Redford, der nur wenige Tage vor seiner Pensionierung ist, wie er dann quasi welche Wege er einschlägt und ob er seinen ehemaligen Kompagnon und Freund, der dann irgendwie abtrünnig geworden ist, ob er den rausholt oder nicht oder wie oder was. Und das ist so ein herrlicher Film. Also ganz tolle Musik. Ist auch einer der wenigen Filme, wo ich mir den Score auf CD gekauft habe. Also den Score, also wo jetzt kein Soundtrack mit richtigen Liedern ist, sondern nur der Score. Ja, weil der einfach toll ist. Vielleicht könnt ihr euch an den Score irgendwie noch, nee, wahrscheinlich eher, oh Gott, eher weniger erinnern. Aber da sind wirklich tolle, tolle Songs drin. Ja. Kann sein. Und dann habe ich noch einen geguckt, tatsächlich. Arrival. Der lief ja gestern zufällig nochmal auf Vox und so. Aber ich habe ihn ein paar Tage vorher schon mal auf Sky gesehen. Aber der ist auch großartig. Immer wieder schön. Glaube ich, so sind es zwei Filme, die mit zu meinen Allzeit-Top-10-Filmen gehören, wenn ich das so mir so überlege. Denk doch. Das ist doch schön. Jo. Dann machen wir weiter mit den Serien. Da sehe ich hier einiges drin. Serien. Wer möchte denn anfangen? Ich. Na dann. Also, abgesehen davon... You don't want to wait. Nein, also, ich hab mich die letzten Tage ein bisschen auf ein Retro-Revival zurück in die Vergangenheit begeben. Das fing damit an, dass ich auch festgestellt habe, dass es bei Prime Video 3 Staffeln X-Factor gibt, wobei 2 davon sind mit Jonathan Frakes, was ich sehr, sehr gefeiert habe, und habe ich mal ab und zu mal reingeguckt. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, denn passend dazu gibt es jetzt auf Netflix alle Staffeln Dawson's Creek. Und ich muss leider, ich gebe zu, ich habe das damals, als es im Fernsehen kam, verschlungen. Ich habe es geliebt, weil es ist so typisch Ami-Teenie-Probleme beim Heranwachsen. Und das ist für
jemanden, der das halt nicht kennt, also damals war ich ja nicht ganz in dem Alter, wie es jetzt da spielt, also hauptsächlich hat es meine Schwester gesehen, ich habe immer mitgeguckt, war das extrem interessant, weil ich das halt nicht kannte. Ja, ich habe ja mehr aus solchen Serien gelernt, als aus dem wahren Leben, leider. Und das jetzt wiederzusehen, fand ich extrem cool, weil mir auch einige Folgen gefehlt haben oder einige Folgen fehlen, auch gerade von den neueren älteren Staffeln. Also die erste kann ich, glaube ich, komplett oder kannte ich schon komplett, aber so die letzten zwei Staffeln oder so, die kenne ich gar nicht so richtig oder nur einzelne Folgen davon. Und mir ist aufgefallen, jetzt beim Rewatch, ich habe jetzt die erste durch, bin jetzt schon bei Staffel 2, die ist gar nicht schlecht gealtert, die Serie, weil es halt mit immer noch aktuelle Themen gibt, die da besprochen werden. Einfach diese typische Teenie-Romanze, das erste Mal verliebt sein und sich mit der Schule rumschlagen und mit anderen, die einen irgendwie hänseln und so. Das ist halt immer noch aktuell. Das Einzige, worüber ich mich absolut kaputt lache, ist die Mode. Ich finde es so geil, weil das spielt ja irgendwie so Anfang, nee, Mitte bis Ende der 90er. Ich glaube, 98 oder so kam die erste Staffel raus. Und das ist das Einzige, worüber ich mich wirklich amüsiere. Ansonsten ist es nämlich eine sehr, sehr gute Serie, die man auch immer noch bedenkenlos angucken kann, weil es gibt wenige diese so Facepalm-Momente. Es gibt Serien, wenn ich die heute gucke, die habe ich geliebt oder ich liebe sie, eigentlich liebe ich sie immer noch, aber wenn ich sie manche Folgen kann ich einfach nicht angucken, weil sie einfach nur dämlich sind. Und bei Dawson's Creek ist es nicht so. Weil es halt, es ist nichts an den Haaren herbeigezogen. Es ist halt alles so, wie es tatsächlich passieren könnte. Da passieren jetzt nicht wie bei Grey's Anatomy eine Tragödie nach der anderen. Nein, da passieren halt so Alltagssachen, wie der Opa stirbt oder die Ex-Freundin hat einen neuen Freund und er muss das mit anschauen und so. So normale Sachen passieren da. Und das ist das, was mich an dieser Serie so begeistert. Muss man schon sagen, sie begeistert mich. Ja. Ist eine sehr, sehr tolle Serie. Das stimmt. Und deswegen kann man die durchaus mal immer noch schauen. Wie gesagt, bei Netflix gibt es jetzt alle Staffeln. Und Katie Holmes als 15-jährige Teenagerin ist halt einfach Zucker. Und James Van Der Beek und wie sie alle heißen. Ach, Michelle Williams. War ja eine Joshua Jackson. Ein Sprungbrett für sehr, sehr viele Darsteller. Ja. Gerade Michelle Williams und Joshua Jackson. Ja, also eine tolle Serie. Kann ich nur beipflichten. Also ich kenne alle Staffeln, alle Folgen. Ich habe es auch teilweise schon mehrfach gesehen, weil es gab ja schon Wiederholungen irgendwie auf One HD oder so. Aber es kann man durchaus immer mal wieder gucken. Ich weiß nicht, wie es für jemand ist, der es noch gar nicht gesehen hat, wo man jetzt da neu anfängt, wie sich das anfühlt, weil es ja, glaube ich, noch 4:3 so die, das ist halt schon ein bisschen anders. Ja, aber ich glaube halt nur die erste Staffel. Also ich muss sagen, wenn man es auf dem Fernseher guckt, dann wird es runterskaliert, auf dem Tablet nicht. Tablet ist komplett ausgefüllt, also da wird nichts runterskaliert, das ist ganz cool. Je nachdem, was man da einstellt wahrscheinlich. Oder so, naja. Aber der Macher der von der ganzen Serie ist ja, oder der Showrunner, der die Idee hatte, ist ja Kevin Williamson. Ja. Was hat er noch gemacht? Keine Ahnung. Der hat das Skript für Scream und Scream 2. Ah, und da fällt mir nämlich ein, den habe ich auch geguckt letzte Woche. Scream 1. Und was ich auch toll finde, jetzt wo ich erwachsen bin und so viele Filme kenne und so viele alte, für mich alte Klassikerfilme in Sachen Horror und so auch kenne, verstehe ich ganz viele Filmanspielungen. Viel mehr. Also dadurch, dass ja Dawson ein absoluter Filmfreak ist, wobei seine Besessenheit von George Lucas ein bisschen... Steven Spielberg. Steven Spielberg, ja, ich dachte immer George Lucas. Nee, Steven Spielberg. Ein bisschen übertrieben ist. Es gibt sehr viele Filmanspielungen oder so und die verstehe ich jetzt besser, als ich sie damals verstanden habe. Und das finde ich toll. Hm. Und ich liebe es, zu sehen, was er für Poster in seinem Zimmer hängen hat. Das ist so gut. Ja. Ja. I like. Da beide Daumen hoch. Genau, also wer es nicht kennt, Dawson's Creek, vielleicht mal reinschauen. Und wirkt vielleicht ein bisschen cheesy, aber am Anfang. Kann man mal eine Chance geben. Aber wenn man einmal in der Welt von Capeside ist, möchte man aber dahin ziehen. Das ist ja gerade das Schöne. Das Schöne so an der Serie, dass sie so ein bisschen leicht cheesy ist.
Und, Digga, das aber ist auf eine so charmante cheesy. Art. Ich hab eine Schüssel unter den Fernseher gestellt, um es aufzufangen, damit ich meine Nachos drin dippen konnte. So cheesy ist es. Ach komm, Chris, nein. Ich fand es sehr schön, Dawson's Creek. Super, ich fand es auch klasse, ja. Aber es ist super cheesy. So cheesy ist es nicht. Ja, dann kommen wir mal zu deiner Serie. Ja, ich habe zwei Serien gerade reingeschrieben, und eine andere, falls du es gesehen hast. Ich bin ganz aktiv am Schauen von Star Wars The Clone Wars. Das ist diese Anime-Serie, die ich jetzt dem Erik zuletzt auch empfohlen habe. Und ich bin jetzt bei Staffel 4 von 7 oder 8, ich glaube 7 sind es. Und ich muss sagen, am Anfang habe ich es angeschaut und habe gedacht so, alter Verwalter, okay, das ist super kindlich, das ist so, haha, Star Wars für Geblödel und schlag mich tot und hast noch nicht. Und habe mich da wirklich ein bisschen durch die erste Staffel gequält. Also vielleicht ganz kurz, es spielt zwischen Episode 2 und 3, also den Klonkriegen. Und habe mich da wirklich ein bisschen durchgequält. Es geht hauptsächlich um Anakin Skywalker, den viele ja vielleicht kennen als Darth Vader. Spoiler! Ja, Anakin Skywalker mit seinem Padawan Ahsoka Tano, die wir ja kennengelernt haben, spätestens bei Mandalorian, falls es noch nicht jedem bekannt war, und halt auch mit Obi-Wan. Und es sind so unfassbar viele Charaktere da auch wieder drin, die da schon auftauchen, wo du dann Verbindungen plötzlich herstellst. Das ist echt richtig, richtig cool. Also die erste Staffel ist echt anstrengend. Nochmal, ab der zweiten geht es ziemlich ab und es wird auch relativ düster und relativ grausam streckenweise. Also es ist jetzt nicht so, dass nur alles Friede vor der Eierkuchen ist, sondern es werden Gungans abgeschlachtet unter anderem. Es ist nicht so geil. Es wird wirklich Krieg auch dargestellt, wie er dann eben auch ist. Und so ganz arg viele Hintergrundsachen und Begegnungen einfach, also jetzt Als kleiner Spoiler für Staffel 4, nämlich der Anfang, hat mir jetzt noch nicht so gut gefallen. Da sind sie auf Mon Calamari und treffen dort auf General Akbar, den sie da auch dann mehr oder weniger kennenlernen. Und lauter so Sachen, wo der halt herkommt, so ein bisschen die Background-Stories. Und das ist extrem cool dann. Irgendwann ist es echt wirklich extrem cool. Eine Folge dauert immer so 20 Minuten rum, das ist dann auch nicht so lang. Eine Staffel hat 22 Folgen. Ich bin gespannt, wo das noch hinführt, weil es gibt ja eine ganz aktuelle von 2020, die 7. Staffel, wo sie dann da gemacht haben. Und ja, einfach großartig. Also, wer schon alles einen Auftritt hatte, ich sag nur ein paar, ich werfe mal ein paar Namen rein. Sowas wie Chewbacca. Und natürlich Yoda, jede Menge sogar, also die ganzen Jedi, wo da dabei sind, und Boba Fett und lauter so Zeug, und man erfährt nochmal vieles, es ist ganz arg viel Hintergrundwissen tatsächlich, das da noch mit reinkommt, und es wird wirklich nach Staffel 1 deutlich besser, also der macht, die ganze Serie macht wirklich einen Riesensprung, und ich denke mal, dass wenn es so weitergeht, die Sprünge zwar kleiner werden, aber trotzdem noch da sind, von der Qualität her. Also ich kann es gerade dem Erik nur empfehlen, da dran zu bleiben, auch wenn es am Anfang eher so und super anstrengend ist. Ich bin ja gerade in der ersten Staffel. 100% ganz genauso. Ich kämpfe mich da gerade so ein bisschen extrem durch. Also die erste Staffel ist schon reichlich infantil, so mit Kinderhumor und sowas. Brutal. Aber du sagst ja, es wird besser, deswegen gucke ich da noch weiter. Also, das legt es komplett ab, dieses Infantile. Also, und zwar komplett. Und das wird wirklich richtig, richtig böse. Also auch allein so in Staffel 3 gibt es mehrere Folgen, wo sie auf einem auf so einem Planeten sind, wo die Macht halt auch ganz arg stark ist. Und da ist halt Anakin. Und das wird eine richtig harte Nummer, weil das ist nämlich nicht unbedingt mehr dann dieses Kindheit oder Kinder, tralali, tralala, alles, guck mal, wie lustig und bunt die Star Wars-Welt ist, das ist wirklich nur Staffel 1. Das wird wirklich, geht in eine ganz andere Richtung weiter und eine sehr, sehr coole Richtung. Klar, ab und zu ist dieser Star-Wars-Humor noch da, oder vielleicht, aber dass es wirklich so ins Infantile abrutscht, hatte ich jetzt nicht mehr. Und Jar Jar Binks bleibt unfassbar anstrengend. Wie seine ganze Rasse. Wieso, ja, Dina? Ich guck mal.
Ich guck mal weiter. Ja, bleib auf jeden Fall mal dran. Bleib auf jeden Fall mal dran. Und dann so ab Staffel 3. Das ist so Ende Staffel 3. Dann muss ich noch lange durchhalten. Noch mal. Nee. Ja, nee, weil okay. Du musst merken, in Staffel 2 nimmt das einen Drive auf. Naja, na mal schauen. Deswegen. Ich bin mal eher gespannt, was du zu dem zweiten Eintrag hier in deiner Liste sagst. Und das habe ich übrigens auch gesehen. Ja, wir haben die erste von den ersten beiden Folgen von WandaVision geschaut. Ich weiß nicht, ob du es auch schon geschaut hast. Nee, ich habe es noch nicht geschaut. Ja. Darf ich was dazu sagen, Chris? Ja. Auch wenn es bei dir drin steht. Also ich habe mittlerweile sehr kontroverse Informationen und Meinungen zu dem Thema gelesen. Aber wir kennen doch die Macher von Marvel so ein bisschen. Und wir können eigentlich davon ausgehen, dass da mehr dahinter steckt, als in der ersten Folge vielleicht sichtbar. Also ich glaube, ganz kurz zur ersten Folge. Ja. Die erste Folge ist ja komplett in Schwarz-Weiß, ja, bis aufs Ende. Und ist so ein bisschen lehnt an bezaubernde Genie so ein bisschen. Ja. Also verliebt in eine Hexe oder wie das heißt, wie es dann wirklich heißt. Dream of Genie im Englischen. So ist das eine typische 60er-Jahre-Sitcom aus den USA mit ahahaha und ohohohoho und sie kann halt zaubern und er kann sich verwandeln und er ist so super schnell beim Rechnen und sie müssen gucken, dass er ein wie ein echter Mensch wirkt und alles so. Und das ist schon, du hockst dran und denkst dir so, was zum Fick schaue ich da gerade? Ja, warum? Aber ich glaube, genau das ist der Effekt. Das ist der Effekt, weil zum Beispiel, die merken ja immer wieder zwischendrin, dass was nicht stimmt. Dass sie sich an gewisse Dinge nicht erinnern können. Ja? Als wären es, kennst du den Film, den Film oder das Buch Sophies Welt? Noch nie gehört. Das ist, weißt du doch, ist eins meiner Lieblingsbücher. So, und da ist es ja auch so, dass zum Beispiel, da wird ja quasi aufgemacht, dass Märchenfiguren aus ihren Büchern ja auch entkommen könnten, wenn sie nur wüssten, dass sie Märchenfiguren sind. Und dass es eben darum geht, dass wir alle nur Teil einer Geschichte sind, die ein Autor über uns schreibt. Und ich glaube, dass es so ein bisschen darauf hinausläuft, dass sie nicht wissen, dass sie eigentlich lebend wirklich existieren. Aber merken, sie erinnern sich jetzt zum Beispiel gar nicht an ihren Jahrestag und irgendwie ist das schon seltsam. Aber wir sind trotzdem in der Sitcom und bla bla bla. Und dann wird es immer nur ganz kurz, funkt es so ein bisschen auf. Aber da kommt mehr, da bin ich mir sicher. Und ich werde es, glaube ich, warten, bis alle Folgen da sind und dann alle in einem Rutsch gucken. Ich sehe gerade, erscheint ja jede Woche eine Folge so ungefähr, ne? Ja. Und, Disney Plus kommt das, ne? Ja. Okay. Ah, ich werde mal reingucken. Also es ist schon spielt irgendwie abstrus. Nach Endgame, ne? Das ist genau das, was wir auch denken. Oder was ich glaube. Also ich lese ich gerade hier. Das muss ich jetzt nochmal gucken. Lese ich gerade hier, ja. Spielt dann ergibt es nämlich mehr Sinn. Ja, nach Endgame, genau. Und dann glaube ich nämlich, dass das ganze Ding eine unglaubliche Wendung noch nehmen wird. Und ja, die sind bestimmt in irgendeiner Art Zeit Mysterium gefangen, dass sie irgendjemand da reingepackt hat und sie es einfach nicht wissen. Ja, vielleicht. Und die das jetzt durchlaufen müssen, weil die sind ja wohl, Doctor also Strange wie ich das jetzt verstanden habe. Ja, Versionen genau. Aufgemacht und, genau. Und anscheinend sind die auch in jeder Folge in einer anderen Art von Serienrealität. Mhm. Jetzt, in der ersten Folge sind sie wie bei Verliebt in eine Hexe. Aber du kennst ja aus dem Trailer und so und aus dem Bildmaterial auch noch andere Kostüme von denen. Das heißt, die sind auch noch ich muss jetzt mal die zweite Folge gucken, ob die dann in einem anderen Universum sind. Aber das hat bestimmt irgendwas mit den Universen und mit einer Zeitlinie oder so einer Zeitverschiebung mit Doctor Strange oder irgendwas anderem zu tun. Da steckt wesentlich mehr dahinter, da bin ich mir sicher, weil alles andere wäre mega enttäuschend. In der zweiten Folge bereiten sie sich auf eine Talentshow vor. Sie wollen als Magier und Gehilfin einige Zaubertricks vorführen. Dann sind sie in einer anderen Zeitlinie und einer anderen Welt. Es sind halt auch ein paar Easter Eggs drin. Also gleich zu Beginn geht es da auch los, kommt ein Werbespot von Stark Industries mit einem Toaster. So geil, ja. Der Toaster war geil. Toaster. Und wie schön er glänzt. Also es ist schon abgefahren, aber ich saß wirklich dran und habe gefragt, so, was? Okay, spannend. Also und genau ich möchte auf jeden das Fall die wollen die. Dann mal gucken. Ja. Genau das wollen die, da bin ich mir sicher.
Übrigens, das wird so gut. Ich gucke da auch mal rein. Wenn wir gerade bei dem Thema sind, so mit Marvel, sagt euch die Serie Spider-Man Maximum Venom irgendwas? Nö. Nein. Kommt auf den Disney Channel, also im normalen Fernsehen hier, im Free TV, und hat mein Kleiner reingeschaut gehabt, jetzt, ich glaube, gestern oder wann. Und da liefen ganz viele Folgen hintereinander und da habe ich mal mitgeguckt, ey, die ist gar nicht schlecht. Die ist wirklich nicht schlecht. Das ist Zeichentrick halt, ne? Spider-Man, aber alt, wie heißt das, was habe ich gesagt? Maximum Venom. Also da sind ganz viele von diesem Venom außerirdischen Symbionten da unterwegs. Und da wird auch Iron Man in der einen Folge befallen und so. Ey, das war echt, also es war nicht kindgerecht so richtig. Irgendwie so mittendrin. Ja, die Kinder finden halt irgendwie Spider-Man ganz cool, was der macht. Aber ich habe so gedacht, wow, was war denn jetzt gerade hier? Ist das hier Kinderprogramm, ey? Also Spider-Man Maximum Venom. Zeichentricks, ja, vielleicht kennt es jemand oder noch nicht. Da mal. Vielleicht gibt es das auch auf Disney Plus. Coming soon to Disney XD. Ach nee, das ist wieder was anderes. Okay. Also muss irgendwas Neues sein. Ganz kurz, ich habe gerade noch gelesen, anscheinend gab es im Radio, es kommt aus dem Radio eine verzerrte Nachricht mit Wanda, kannst du mich hören? Ich glaube, ich muss die erste Folge nochmal anschauen. Ja, ich glaube auch. Ich habe mal einen Link hier unten drunter gepostet zu diesem Maximum Venom. Ja, ich schaue auch mal rein. Also hatte ich ja eh vor, aber irgendwie Disney Plus ist nicht so mit dem Informieren, wann jetzt was genau losgeht und so. Irgendwie ist mir ein bisschen durch die Lappen gegangen. Wahrscheinlich gucke ich bei den anderen Sachen häufiger mal rein. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht habt ihr ja was von den Serien gesehen. Dawson's Creek, habt ihr vielleicht eine Meinung dazu? Dann lasst mal einen Kommentar da. Clone Wars läuft ja auch schon eine Weile. Vielleicht gibt es da noch jemand, der ein paar gute Tipps hat. Und WandaVision, was sind eure Theorien? Könnt ihr ja mal äußern. Wir sind ja quasi alle auf dem, fast alle außer mir, aber ich hole es jetzt heute noch nach, auf dem gleichen Stand. Dann bin ich sehr gespannt, was wir dann nächste Woche dann drüber sprechen, über die Serien. Vielleicht bin ich dann bei Clone Wars schon ein bisschen weiter. Und jetzt gucken wir mal in die Rätselecke. Rätselecke. Dem der Chris letzte Woche das Rätsel gelöst hatte, was die Kate gestellt hat, bin ich nun gespannt, was der Chris uns für ein Rätsel stellt, wo wir mit Ja-Nein-Fragen uns versuchen, der Lösung zu nähern. Ja, und zwar habe ich mir was Schönes rausgesucht, und zwar passend zu unserem Eingangsfilm und dessen Hauptdarsteller George Clooney, habe ich mir ein kleines Rätsel zu George Clooney ausgedacht, und zwar weil der ja nicht immer der große Hollywood-Star, sondern hatte davor schon mehrere kleine Rollen, auch als Jugendlicher und als Kind. Und mich würde jetzt von euch interessieren, ich habe nämlich tatsächlich in den 1980er Jahren drei Serien gefunden, ach du gute Idee, ich würde auch mal sagen, wo ich mir relativ sicher bin, dass manches von euch auch gesehen wurde. Und von diesen drei Serien, wo George Clooney mitgespielt hat, möchte ich gerne zwei von euch wissen. Emergency Room. Na, 80er Jahre. Ach so. Ta, 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 ta. So sieht's nämlich aus. Emergency Room war Doogie Howser. Du kannst auch Ja-Nein-Fragen stellen. So ist es nicht. Ne? Also. Na, war das jetzt ein Nein? Doogie Howser. Das war ein Nein. Ach so. Okay, ja, okay. War es eine Arztserie? Ist eine Arztserie dabei? Nein. Nein. Keine Arztserie. Das wissen wir doch schon mal mehr. Von den drei, die ich suche, war keine Arztserie. Brauchen wir doch die anderen Sachen nicht mehr fragen. Hat er da einen Teenager gespielt? Wie alt war der da überhaupt? Er ist 61 geboren. Teenager war er dann nicht mehr. Er war Anfang 20. Okay. Also könnte mit seinem Aussehen natürlich auch noch einen Teenager gespielt haben. Hab ich die Serie gesehen? Ach nee, ich bin ja gar nicht dran. Wieso, hast du Nein jetzt? Ja, weil er ist ja kein Teenager gewesen. Ach so. Ich weiß, der hat bei dem Killer-Tomaten-Film mitgespielt. Den habe ich gesehen, aber bei Serien bin ich nicht ganz so sattelfest. Und er hat keine Hauptrollen gehabt. Also es waren nur so kleine Randtasten. Also ich gehe davon aus. Einer Serie als Tipp, in einer Serie war tatsächlich in 11 Folgen zu sehen, in der zweiten nur in einer, und in der dritten, die ich noch hier angeboten hätte, war er in 2 zu sehen. Okay. Also, red mal, ist eine davon eine Comedy-Serie? Ja. Mal so ein bisschen nähern.
Ist das was, was auch in Deutschland lief? Also damals lief ja noch nicht so viel. Ja. Ja. Alle drei. Ist einen davon eine Sitcom? Ja. Hast du das nicht gerade schon gefragt? Nee, eine Comedy-Serie. Ach so. Und Sitcom ist ja wieder was anderes mit so einer typischen Couch und so, wo sie da sitzen. Okay, also dann reden wir hier, denke ich mal. Nein, ja. So. Schwer, aber ja. Also, denke ich mal, dadurch, dass Seinfeld so lange lief, ist einer davon Seinfeld. Seinfeld war auch nicht in den 80er Jahren. Das fing doch in den 80ern an, ging dann über die 90er, nicht? Aber Seinfeld ist nicht. Nee. Ist nicht dabei, okay. Okay, nein. ich kenne quasi keine 89 aus den 80ern. Übrigens. Ah ja, okay. Das habe ich gerade. Oh, Entschuldigung. Das musste ich jetzt alles nachgucken. Ich kenne nur eine Serie aus den 80ern. Nee, vielleicht zwei. Okay, Sitcom. Ist die Hauptfigur einer dieser Sitcoms eine Frau? Ja. Ist es Roseanne? Ja. Hey, immerhin. Okay. Ja, tatsächlich. Eins da hat er mitgespielt in 11 Folgen als Booker, als Booker Brooks hat er damit gespielt. Booker Brooks. Booker Brooks. Okay, und dann gibt es noch eine Serie, die ich kenne, aber ich weiß nicht, ob die aus den 80ern ist. Und zwar spielte in der Serie auch Alyssa Milano mit. Alter, du kannst mich fragen. Okay, das ist die Serie. Weiß ich, was sagt denn IMDb? Wer ist hier der Boss? Nein, ist nicht, wer ist hier der Boss? Ich suche nicht, wer ist hier der Boss? Also, was in den 80ern ja auch lief, war zum Beispiel Golden Girls. Die lief, stimmt, ja bei uns auch. Spielt auch. Hat bei Golden Girls mitgespielt. Ja, hat er mitgespielt. Oh mein Gott! War das eine davon? Ja, das war eine davon. So, jetzt in einer Folge. Jetzt fehlt noch eine, oder was? Jetzt hat jeder von uns... Wie sieht's mit Al Bundy aus? Nein. Nein, Moment, ist. Ach so, ja. Ich bin jetzt dran. Ja, ich weiß. Was lief denn da noch? Die andere schrecklich nette Familie, da gab es doch zwei. Wer ist hier der Boss? Nein, es gab doch eine schrecklich nette Familie und noch irgend so eine. Gab es noch die mit Mr. Floppy hier? Ja, genau. Nee, da hat er auch nicht mitgespielt. Also wirklich zumindest in den 80er Jahren. Aber die meinte ich ja. Also ist ja Erik wieder dran. Oh Gott, also die dritte, warte mal, wir haben jetzt zwei Comedy-Serien. Du hast gesagt, zwei, also die dritte ist dann keine Comedy-Serie, richtig? Ja. Okay, ach so. Also die ist dann eine ernste irgendwas. Puh. Ja, ist eine Krimi- ernst, was gibt's noch? Comedy, Krimi, Krimiserien? Oh, es ist eine Krimiserie. Es ist eine Krimiserie. Oh, darf ich was sagen? Na, ich bin ja dran. Ach jetzt so. Warte mal. was ja auch sehr lange lief in den 80ern hier, der... Ich hätte da mal noch eine Frage. Columbo? Nein. Nicht Columbo. Ich habe noch eine Serie, die auch schon ewig Zeiten läuft. Ich weiß noch nicht, ob sie in den 80ern schon lief. Law and Order. Nein. Oh. Gab es noch die Straßen von San Francisco? Nein. Mit Michael Douglas. Miami Vice. Nein. Knight Rider. Oh, jetzt raten wir aber hier wild. Vielleicht sollten wir uns mal rantasten hier. Ja. Also eine. Das war die, wo er nur einmal auftritt, oder? War das jetzt die, wo er mehrfach auftritt? Tatsächlich war da war er zweimal dabei. Oh Gott. kennen wir die Serie die überhaupt, Chris? Ihr kennt die unter Garantie. Krimiserie aus den 80ern. Aus den USA offensichtlich. Oh, ich kenne noch eine. Keine ARD-Serie, so viel kann ich schon mal sagen. Full House. Ist doch keine Krimiserie, oder? Sehr voll aus. Es ist keine Lösung. Ich denke nur nach. Also Trio mit vier Fäusten gab es ja noch. Dann gab es ja Colt Sievers, gab es ja. Das hat man damals so geguckt. Hat er bei Magnum mal mitgespielt? Bei Magnum hat er nicht mitgespielt. Ne? Nee. Aber Fun Fact, Trio mit vier Fäusten, da hätte er sogar mitgespielt. Aber die suche ich nicht. Du hast ja ein Insiderwissen hier. Das ist ja unglaublich. Oh Mann. Alter. Braucht ihr zu der Serie, wo er eine Folge mitgespielt hat, ein paar Fakten? Eine Folge? Bitte. Ich dachte, eine Folge nur. Ja, zwei Folgen. Also sie lief wohl 12 Jahre lang, wurde die produziert. 12 Jahre? 1984 ging es los bis 1996.
Habe ich die Serie 96 gesehen? 84 12, bis 96. 12 Seasons gibt's. 12 Seasons. Kate, ja, du hast die Serie hundertprozentig gesehen. Das ist eine Crime-Serie. Ja, wie heißt denn das? Da gab es doch so ganz viele, wo dann irgendwie so eine Crime, Drama, Mystery. Wo so eine Richterin. Ach, nee, nein. Nee, das war später. Das war in den 90ern. Wo so eine Richterin immer irgendwelche Fälle löst oder sowas. Ich komme jetzt nicht drauf. Für alle Fälle Amy. Nein. Oh Mann. Nee, da gab's, das lief immer auf RTL, wo so eine Frau, die auch immer gelesen hat, irgendwelche Bücher und sich so gerne so Krimis Mord ist ihr Hobby. Mord ist ihr Hobby. Ja! Ja. Jessica Fletcher, die Buchautorin. Weil das gucke ich heute noch. Das war ja quasi in einer Liga mit Columbo. Das lief ja immer fast gleichzeitig. Ja. Mord ist ihr Hobby. Ich habe gewonnen. Ich habe 2 erraten. Du hast einfach rausgebrüllt. Ja klar. Am Ende gilt auch rausbrüllen. Okay, also hervorragend. Jetzt kann ich ja mal gucken, ob meine Vermutungen stimmen mit den... Mit den Killertomaten. Mord ist ihr Hobby. Ja, Killertomaten stimmt. Ja, stimmt. Ja, okay. Ah ja, genau, die Rückkehr der Killer. Hier steht es. Ah, 88. Jawohl. Was ist denn The Facts, ja, aber, und Facts wie gesagt, of Life? Mit 4 Fäusten auch. Hier ist auch noch eine Serie, eine Sitcom. The Facts of Life. Was sind das? 201 Episoden. Ja. Steht bei Ich hätte auch noch auf Wunderbare Jahre oder so kommen können, aber da hat er, glaube ich, nicht mit. Ja, das war ja weder Krimi noch Sitcom. Ja, ja, aber Wunderbare Jahre war eine tolle Serie. Wir haben uns ja ganz gut rangetastet. Ja, wunderbar, ja, super. In Friends war er auch dabei, ne? Ja, wer nicht, ne? Also, ja. Deswegen habe ich ja gedacht, mein Seinfeld ist eine sichere Bank, weil da hat irgendwie jeder mal mitgemacht. Jeder ist mal in die Kneipe da reingegangen oder so. Ah, nee, hat er bei Seinfeld nicht mitgespielt, ey? Das gibt's doch nicht. Tja. Wen hat er denn bei Mord ist ihr Hobby gespielt? Das ist die Leiche. Leiche Nummer 3. Nein, Kip Howard in der Folge No Laughing Murder. Und dann hat er einmal noch einen Kellner gespielt. 1984 hat er einen Kellner gespielt und 87 hat er dann wirklich eine Rolle gehabt. Also eine richtige Rolle. Der hat ja in noch einer Serie mitgespielt, die ich überhaupt nicht kenne. Die heißt Mord ohne Spuren. Bodies of Evidence. Lief von 92 bis 93. Das wäre was für mich. Nie gehört. Eine Staffel, oder? Wenn es nur ein Jahr lief. Nie gehört. Eine Staffel, sagst du? 16 Episoden, ja, könnte sein. Könnte hinkommen, ne? Mord ohne Spuren. Deutscher Titel. War nominiert für einen Primetime Emmy Award. Kann nicht so schlecht sein. Krass. Na, er hat ja eine wilde Vita, ey. Wie fing's denn an? Der Colorado Saga, TV-Miniserie, 78. Boah. Und Grizzly 2, The Predator. Ja. Oh, den muss ich nochmal gucken, den kenne ich noch nicht. Grizzly 2, das klingt, ist bestimmt ein wilder Bär oder sowas. Ja, das Poster sieht schon cool aus. Das Poster, ich muss den Film sehen. Von 83. Grizzly 2. Meistens ja so, der zweite Teil von solchen Shitty-Produktionen ist nochmal schlechter als der erste. Ey, den gucke ich jetzt bis zum nächsten Mal, falls ich den irgendwo finde. Grizzly 2, The Predator, 1983. Ja, Kate, bist du als nächstes Mal wieder dran? Yay! So, ja, ich mache hier das. Beim letzten Mal, das war ja sehr cool, dein Rätsel, fand ich. Mal gucken, was du uns fürs nächste Mal ausgräbst. Gott, um Gott, hast du gesehen, wer bei Grizzly 2 auch noch mitspielt? Nee, warte mal, John Rhys Davies? Charlie Sheen? Laura Dern? Ach du gute, Laura Dern? Ja, oh, das ist ein Must-See, ist das. Ach du Schande. Ja. Oh je. Ja, ich denke mir wieder was Schönes aus. Aber George Clooney ist da nur bei Rest of Cast listed, alphabetisch gelistet. Also ich glaube, da hat er keine Hauptrolle. Schöner wäre, wenn daneben dran steht, not mentioned. Das war lustig. Wer hat das eigentlich gedreht hier, den Film? André Schötz mit Ö. Schötz. Aus Budapest kommt er. Aha. Grizzly 2. So, ein absolutes Actionfeuerwerk, ey. Leck mich am Arsch. Grizzly 2, The Predator. Mal gucken, ob ich den irgendwo finde. Ja, dann sind wir ja schon wieder fast durch hier. Dann gibt es noch ein bisschen Musik auf eure Ohren, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mit unserer Spotify-Playliste. Music.
keiner hat Sweet Caroline, sondern was hast du, Kate? Ich habe mich furchtbar aufgeregt darüber, dass man den Titelsong von Dawson's Creek irgendwann mal geändert hat. Und wenn man den jetzt, wenn man jetzt die Serie guckt, kommt nicht der altbekannte Titelsong. Und das finde ich ganz, ganz traurig. Und deswegen für alle Dawson's Creek-Fans da draußen einmal der Titelsong von Dawson's Creek. Gesungen von Paula Cole. I don't wanna wait. Aber das ist ein leidiges Thema mit den Serien, die dann irgendwann die Rechte verlieren an den Songs. Ganz schlimm. Bei Charmed ist es auch so. Also am allerschlimmsten finde ich es ehrlich gesagt bei den Schlümpfen. Da, die haben auch nicht mehr diesen Titelsong, den man kennt. Ganz schlimm. Nee, der geht anders, der Titelsong. Aber ich komme jetzt auch nicht drauf. Aber das machen die halt leider sehr viel. Bei Dr. House. Dr. House hat ja zum Beispiel in Deutschland als einziges Land einen anderen Titelsong. Im Original, wobei ich den Dr. House-Titel finde ich ganz gut. Im Original war es aber von Massive Attack, war es Teardrop. Auch nicht schlecht. Hat man dann immer mal gesehen, da hatten sie in Deutschland keine Rechte dafür. Da haben sie dann sowas so ein bisschen nachgespielt. So ja, aber ich verstehe das nicht. Weißt du, da ist eine Serie, die wurde jahrelang produziert, mit großen Namen inzwischen. Ja, also damals natürlich noch nicht, aber jetzt inzwischen große Namen. Und dann heißt es, wir haben jetzt die Rechte für den Song nicht mehr vergeben. Ja, je nachdem. Kriegt die Serie halt nach, weiß ich nicht, wie vielen Jahren, einfach ein neues Intro. Wird schon niemanden stören. Doch, mich stört's. Musikrechte sind halt schweineteuer. Das ist halt das Problem. Und wenn du dann halt so eine Serie, die jetzt eh nicht mehr aktuell ist, wenn du die irgendwo, da kaufst du halt nicht mehr die Rechte dafür, die viel Geld kosten. Na gut. Chris, was hast du denn? Ich habe mich diese Woche sehr, sehr gefreut, weil auf Facebook plötzlich was aufgeploppt ist von einer Band, die ich sehr, sehr mag oder es auch sehr, sehr mochte und schon seit sehr vielen Jahren auch mag. Das sind jetzt auch schon über 15 bald. Und zwar sind Jupiter Jones zurück. Und zwar in ganz kleiner Besetzung, aber in alter Besetzung mehr oder weniger, weil Nicholas Müller ist wieder als Sänger dort, der damals raus ist. Dann haben sie einen alternativen anderen Sänger rein. Das war dann nicht mehr so ganz geil. Sein Solo-Projekt war auch nicht so ganz geil und lauter Sachen. Und jetzt sind Jupiter Jones zurück. Die spielen jetzt am kommenden Dienstag ein Konzert. Also vielmehr, sie haben es schon aufgenommen. Es kommt dann auf Twitch, wird es übertragen. Es ist so ein Amazon Music Ding dann, wo man kostenlos sehen kann. Und da spielen sie, sie haben gesagt, sie machen von jedem Album einen Song und zwei neue. Also es wird ein neues Album von Jupiter Jones kommen und ich habe den wohl erfolgreichsten Song, den sie bis dato geschrieben haben, der damals absolut durch die Decke ging und ihnen da also wirklich zu deutschlandweitem absoluten Top-Hit gemacht haben, und zwar den Song Still. Und ich mag den Song nach wie vor immer noch. Ich kann den immer noch hören, ohne Probleme. Das ist eine klasse Band. Für mich ein ganz toller Song, der ganz arg viel Message mitbringt in ganz viele Richtungen und der mich einfach immer noch begeistert. Wie einfach die Stimme von Nicholas Müller auch. Und wenn ich dann auch wieder reinhöre in so ältere Sachen von Jupiter Jones, ich finde das total gut. Das macht total. Ist sehr melancholisch manchmal, aber auch sehr geil. Ah, ich vermisse Konzerte, ey, echt. 19 Uhr. Am Dienstag, 19. Januar, 19 Uhr. Amazon Music App. Ich vermisse richtige Konzerte. Ich frage mich, ob es jemals wieder so wird, wie, was weiß ich, hier so riesen Stadienkonzerte, hier Deepish Mode oder Fanta 4 oder so. Oh, ich vermisse das so sehr. Gerade jetzt schon das ein Jahr schon ohne. Ich bin jedes Jahr irgendwo, hatte ich so Highlights, wo ich dann dran mich zurückerinnert habe, irgendwelche coolen Sachen oder wo ich mich irgendwie ewig drauf gefreut habe, wo die Tickets hier hängen. Und jetzt hängen die seit Ewigkeiten, hängen hier Tickets bei mir an der Wand. Und, ob das jemals wieder so wird, selbst wenn das hier durchgestanden ist, ich hoffe es nur. Ich hoffe es. Hoffen wir alle. Apropos, falls ihr mal ins Witzemann geht, ne? Die hatten ja eine Crowdfunding-Aktion, weil es denen natürlich sehr schlecht geht, weil dadurch, dass die kein staatliches Kulturhaus sind, sondern privates, ging es denen ja echt viel schlechter, weil die staatlichen sind ja irgendwie noch ein bisschen gefördert worden, noch mehr. Und da haben die eine Crowdfunding-Aktion gemacht, da konnte man, wenn man da was gespendet hat, konnte man auch einen Teil des Clubs bekommen, das bekommt dann ein Schild. Und da hat eine Tür im Witzemann, hat meinen Namen oder unseren Namen, falls ihr da mal hingeht. Und zwar, die haben ja zwei Säle drin. Also einmal den Hauptsaal, ich glaube, da wart ihr drin bei Fanta 4.
Oder wart ihr im Kleinen? Ich weiß nicht. Nee, im Großen. Ne? Großen. Und das Kleine heißt ja, glaube ich, Studio. Und das, genau, da müsste an der Tür der Name stehen. Können wir nochmal drauf achten. Okay. Ich dachte schon, Toilette heißt jetzt Eriks. Ich dachte Eriks auch. Ich habe erst so gescherzt, wo ich da gespendet habe. Ne? Dachte ich auch so, habe ich zu Hause gesagt, so, ja, ich gehe vielleicht die Toilettentür oder irgendeinen Lüftungskanal oder sowas oder irgendwas. Nee, mal schauen. Ich war ja noch nicht drin, leider. Mal gucken. Ich habe aber einige Tickets hier hängen für Konzerte dort. Ich hoffe, die kommen dann irgendwann. Naja, ja, Jupiter Jones, das passt ja auch irgendwie so leicht zu dem Sneak-Film, den wir hatten, ne? Von wegen Jupiter und still und so. Ja, aber Jupiter Jones kommt ja ganz woanders her. Ich weiß. Der Name. Ich habe ja meinen wirklich auch ganz darauf abgestimmt, auf den Sneak-Film. Ich habe nämlich von Grauzone den Song Eisbär, den aus den 80er Jahren, könnte man kennen. Und der finde ich eigentlich immer noch ganz cool. Gab es ja diverse Remakes und Coverversionen und so. Das Original ist immer noch ganz cool. Das packe ich mal in die Playlist. Ich habe es gecheckt, ob es das gibt. Okay, dann sind wir eigentlich schon soweit durch für heute. Ich schaue noch mal kurz, ob es Kommentare gab. Nee, zur letzten Folge gab es keine Kommentare. Zur vorletzten gab es ein bisschen was, weil da hatte der eine von den Gewinnern hatte noch geschrieben, dass er sich sehr gefreut hat, der Björn aus Hamburg. Und dass er ja, das hatten auch manche auf Instagram ein bisschen gepostet, wie sie ihre Gewinne ausgepackt haben und sich gefreut haben. Von manchen habe ich gar nichts gehört. Ich hoffe, denen hat es auch gefallen. Oder sie sind völlig enttäuscht, dass sie sich gar nicht geäußert haben. Aber hat eigentlich jeder sehr, sehr viel bekommen. Also ich hatte echt viel da. Und mal gucken. Jo, ansonsten euch vielen Dank fürs Mitmachen. Dann bleibt gesund, habt eine schöne Woche. Bis ebenso. Nächsten Sonntag dann. Tschüss. Wiederhören. Tschüssi. Auf Wiederhören. wie heißt die Plattform? Wie heißt die? Moodle. Ja. Genau. So, jetzt beenden wir mal hier Moodle. Tschüss.